Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon. Jetzt hatte ich fast den Namen vergessen. Entschuldigung. Ja, wir müssen Amaru befreien. Und das ist unsere Mission, unsere nächste Mission. Das mit der Drohne habe ich übrigens immer noch nicht rausgefunden. Ich kann sie starten über den Controller, also über das Gamepad, aber über die Tastatur komischerweise noch nicht. Also entweder ist das ein Bug oder ich habe irgendwas noch nicht gefunden. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Die Sitzhackstellung, siehst du? Alles klar. Ich markiere dich mal, mein Freund. Und dann gibt's Krawall. Puff, weg ist er. So, alles klar. Ah, da sind noch zwei andere anscheinend. So. Also wir müssen dort lang wieder zurück. Oder da runter, die Straße runter. Okay, wir gehen aber erstmal rüber. Auf die andere Straßenseite. Um eventuell ein paar Schergen ausfindig zu machen. Und ich starte jetzt mal. Ich mal sehen, ob das funktioniert. Ja, ja. Okay. Fliegen wir mal etwas hoch. Mal sehen, ob hier noch welche rumschwirren. Aber anscheinend scheint hier alles. Aha. Also hier sehe ich jetzt gerade nichts. Das ist schon ziemlich cool mit dieser Drohne hier. Lalalala. Okay, hier ist. Okay, jetzt geht mir der Saft aus. Okay, Cooldown. Na. Okay. Dann lass uns rübergehen. Mal schauen, ob hier alles clear ist. Hier gibt es noch eine Waffenbox anscheinend. Nein, MP brauchen wir nicht. Hier gibt es einen Generator. Da kann man nichts machen. Ah, da drin. Okay, vorsichtig nähern. Okay, hier ist nichts. Okay, und den Nachschub aktivieren. Markieren. Zack, das gibt's. Da gibt's ein paar Pünktchen. Okay. Und hier auf der anderen Seite gibt's eine Batterie, oder? Ne? Kann man die nicht nehmen? Nee. Wäre auch viel zu schwer, das Ding, glaube ich. Da, 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 da. Ja, hier gibt's noch mal was. Den Nachschub markieren wir auch mal. Ich weiß nicht, ob es die Typen vom Widerstand drauf haben. Bleib cool. Wie oft haben wir schon mit Einheimischen gearbeitet? Auf die kann man zählen. Kann sein. Aber die meisten von denen sind nur Coca-Bauern und Ex-Dealer. Die haben noch nie richtig gekämpft. Aber sie kennen den Krieg. Außerdem kennen sie Terrain und Feind. Die schaffen das. Wir müssen ihnen nur die nötige Deckung geben. Hoffentlich. Jawohl, hier ist seine Waffen. Sonst stehen 4 gegen 4000. Okay. Ach, könnte schlimmer sein. Wie das? Könnte 4 gegen 4001 sein. Stimmt. Okay, dann geht's weiter. Ich denke, wir schnappen uns ein Auto. Moped wollte ich erst, aber ich denke, ein Auto ist die bessere Wahl. Nehmen wir den Jeep da vorne. Aufsitzen, Jungs. Okay, alle rein. Jawohl. Und los geht's. Ja, schön vorsichtig. Beinahe. Das wollen wir natürlich nicht. Ich möchte hier keinen Zivilisten unnütz umfahren. Unsere Mietauto hier. Aua. Ja, wenn man mal woanders hinschaut als auf die Straße.
So, und dann geht's ins Landesinnere. Ja, ist schon ziemlich... Dann machen wir ein wenig Sightseeing hier. Ich kann ja mal kurz anhalten und die Gegend zeigen. Das sieht schon sehr geil aus. Sehr, sehr geil. Schon echt schön gemacht hier. Soll wohl die größte Open-World-Karte sein, die jemals für ein Spiel erstellt wurde oder programmiert wurde. Das, das sagt schon einiges. Bin echt gespannt, wie groß die Welt letztendlich dann wirklich ist. Riesenkarte, aber die Steuerung ist echt... naja. Echt ein bisschen... naja... meine Fresse. Uiuiui, Entschuldigung, das wollte ich nicht. So, okay, wir sind da. Meine Fresse. Und raus, Leute. Wir nähern uns der Atoyo-Farm. Jawohl. Viele dieser Sicarios sind Ex-Soldaten. Checkt eure Ziele. Wenn Amaru von einem Querschläger getötet wird, ist Operation Kingslayer gescheitert, bevor sie angefangen hat. Los geht's. So, markieren wir erstmal eventuelle Feinde. Hab ein drittes Ziel. Okay. Ja. Zwei Sicarios. Da, in der Scheune. In der Scheune. Ah ja, genau. Wunderbar. Oder auch nicht wunderbar. Okay. Ich sehe einen Narko. Oh, das wird lustig. Warte mal. Ich muss mir erstmal eine taktisch günstige Position hier suchen. Okay, da vorne den ersten. Ich denke. So, den markieren wir mal hier. Das geht gar nicht. Okay. Bereit, auf deinen Befehl. Okay. Der ist tot. Der auch. Locker bleiben. Okay, das hat anscheinend keiner mitbekommen. Sehr gut. Das hat schon mal ganz gut. Dann die links hier, oder? Die links am Helikopter? Ey, der will nicht markieren. Hallo? Ach, scheiße, warum markiert er nicht? Hä? Es geht nicht. Warum markiert er das nicht? Moment, normal. Nö, er macht's nicht. Hier ist ein Sicario an der Scheune. Ja. Huch. Runter. Bleib stehen, bevor sie dich sehen. Ja. Aber der kann ihn nicht markieren. Warum kann ich ihn nicht markieren? Na, dann komm mal her, Freundchen. Ich will markieren, es geht nicht. Das ist ein Treffer. Oh, die sind alarmiert. Ich glaube, jetzt kriegen wir Probleme. Ich kann nicht... Doch, jetzt habe ich... Die wissen, dass wir hier sind. Gezeichnet. Öffne das Feuer. Er ist erledigt. Jawohl. Sehr gut. Okay. Schön ruhig bleiben. Da. Oh shit, da kommen sie. Feuer. Oh, zwei gleich. Jawohl. Hier vorne. Okay. Das ging gut. Okay. Na komm schon. Ah, verdammt. Scheiße. Okay, den Bastard kriegen wir. Halt die Klappe.
Was? Wo? Ja. Bereit, auf deinen Befehl. Na dann. Zack. Erledigt. Ui, na, das war überflüssig. Alles sauber. Okay. Weiter geht's. Warte mal, ich versuche das mal hier. Gibt es hier irgendwas zu holen? Ja, Munition? Nee. Oder? Wo waren die anderen jetzt? Scorpion, brauche ich nicht. Ich höre was. Seht mal da, Waffenkiste. Ja, sehr gut. Sehr gut. Passt gut zu meinen Stiefeln. Haha. Zieloptik. Panoramavisier. Okay. Kann man hier rein? Nee, kann man nicht. Ja. Du sagst es. Du sagst es. Sé que alguien me escucha, cabrones. Sé que están ahí. Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. Natürlich. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. Jawohl. Okay, Abmarsch. Ich glaube, nehmen wir den Heli. Nehmen wir den Heli nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich denke schon, oder? Na dann. Ich bin der Pilot. Na dann aufsitzen alle. Jawohl. Dann geht's los. Ab in die Lüfte. Jawohl. Zu ihren Freunden. Entonces Bacatari hat also einen Malditos Extranjeros geschlossen, die Sendal. Klären Sie das unter sich. Lalalala. Warum fliegt der nicht vorwärts? Doch, jetzt. Ich muss da rüber. Ich muss da, glaube ich, rüber. Warum fliegt der nicht hoch? Oh. Jawohl. Juhu. Schade, dass man hier keine Höhenanzeige sieht. Keine Höhenanzeige sieht. Das würde ich gerne. Ach, das ist ja cool. Hoch und runter. Das sieht geil aus. So, wenn wir auf in den Landeanflug gehen. Oh, da unten sind böse Schergen. Oh Mann. Also die Steuerung ist echt noch ein bisschen tricky hier. Das war's. Ja, runter. Ist er unten? Ja. Sehr gut. Und absitzen. Ich sehe eine Waffenkiste. Sehr gut. Ich auch. Huch. Okay. So, Munition auf. So. Alles okay? Santa Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar?
Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Churi und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Jawohl. Aktion abgeschlossen. Aufgepasst. Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Okay. Video verfügbar. Das ist die Info zu La Judy und El Polito. Sie na dann, schauen wir uns das mal hoch. Entschuldigung, abgebrochen. Was? Wie, In eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Bowmans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juli und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. Ganz genau. So, schauen wir uns erstmal das Video an. Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Juri und El Polito. Juri und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Juri Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Der Gute muss besoffen gewesen. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme. Schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Juri und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Juri und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, 4 Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Juri und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Sueño ihn. Ja, ein sadistisches Pärchen, aber wir werden ihre Machenschaften zur Strecke bringen. Jawohl. So, Einsatzbesprechung. Medizinisch bewandert, total verliebt, Folterer. Also der Gute, der muss besoffen gewesen sein, um sich, nun ja. Oh, ist das das gleiche nochmal? Okay, ja, das ist das gleiche noch. 4 Personen waren anwesend, ja. Als DEA-Agent. Ja, das war's. Hatten wir schon gesehen. Okay. Zurück zur Karte. Und wir... Moment, wie waren das jetzt hier? Die Einsätze. Abgeschlossen, abgeschlossen. Okay. Warte mal. Wichtige Aufklärungsdaten. Wichtige Itaqua-Untersuchung. Untersuchen Sie die wichtigen Aufklärungsdaten, um einen neuen Einsatz in Itaqua freizuschalten. Okay. Nein, wollen wir nicht. So. Na gut, dann würde ich sagen, bewegen wir uns dann dorthin. Ist das jetzt markiert? Nein. Ist markiert. Was? So.
Jo, dann... Ich weiß nicht, wie weit ist das jetzt weg eigentlich? 1,7 Kilometer, dann können wir hier den guten Van nehmen hier. So. Los geht's. Startbereit. Ja, ja, wenn ihr alle drin seid, dann gerne. Und los geht's. Mal die Musik anmachen. Passend. Entschuldigung. Halt, da unten könnte es. Okay, ich glaube, wir kriegen hier. Feuer. Verstanden. Was? Nomad, Pakatari ist in der Leitung. Klingt, als bräuchte er Hilfe. Okay. Stellen Sie durch. Ja, oh, Compadre. Ich habe ein Problem in Itaqua. Und Bowman hat mich an dich verwiesen. Meine Leute in Itaqua brauchen Hilfe. Es gab viele Verluste durch das Kartell. Und die Grauen von Yuri Ippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Lass stecken, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Gibt Pakatari uns jetzt Befehle? Katari braucht den Konvoi und er kriegt ihn von uns. Je mehr er unsere Hilfe braucht, desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Okay. Nun gut, dann werden wir... Ja. Einen Konvoi überfallen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Oder? Verhören Sie, blablabla, nee. Okay. Neu. Story-Einsatz. Ach so, ah ja, nee, weißt du was, ich fahre erst trotzdem mal dahin. Genau. Es ist zwar nicht kein wirklicher Story-Einsatz, aber wir sind in der Nähe. Also, dahin. So, die guten Jungs sitzen schon bereit, um eventuell... Greife Tangos an. Haha. Ich fahre einfach mal weiter. Wir lassen uns nicht... Genau. Sehr gut. Haben wir Schaden genommen? Ich glaube... was bremst du denn? Irgendwie scheint das Gebiet hier doch ein bisschen... feindlich gesinnt zu sein. So. Neue Fähigkeitspunkte erhalten. Neuen Fähigkeitspunkte erhalten. Okay. Oh, da kommt ein Flugzeug, aber ich glaube, das ist nicht weiter tragisch. Denn... wir müssen hier eh abbiegen. Okay. Ach, schon wieder. Na, sag mal. Also mit meinen Fahrkünsten ist es nicht weit her. Also... wer schreit? So, mal schauen. Wir sind gleich da. Ja. Oh, ein kleiner Ort. Und ich hoffe, nicht zu feindlich gesinnt. Santa Blanca hat die Rebellenstadt nach langem Kampf erobert. Okay. Okay, ich glaube... ach du Scheiße, 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 weg hier! Greif an! Shit, da kommen Unitäteinheiten! Los, raus hier! Raus hier! Los, raus! Scheiß Dreck, Entdeckung! In ein paar Sekunden sind die bei uns, was machen wir? Scheiße, 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 Scheiße. Markiere Gegner, steht da mit Einheimischen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich glaube, ich gehe jetzt mal in Deckung. Scheiße, das war keine gute Idee, glaube ich, hier.
Wow, 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 wow. Fuck, fuck, fuck. Ich glaube, wir haben uns hier in irgendwas verwickelt, was wir hätten nicht tun sollen. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Okay. Ups, das war natürlich... Okay, 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 okay. Da kommen die Nächsten. Oh Mann. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Okay, ich glaube, wir sind... Okay. Da kommen die Nächsten. Scheiße, 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 scheiße. Okay, die sind platt. Sehr gut. Fuck, wir müssen hier... Ich glaube, wir sollten hier weg. Irgendwie ist das mir nicht... Das ist mir nicht geheuer hier, verdammter Scheiße. Wer ist denn ihr hier? Achso. Verdammt! Okay, Unidad-Einführung. Unidad-Soldaten sind eine gefährliche Feindfraktion, die sie angreift, sobald sie sie sieht. Töten sie Unidad-Soldaten, steigt die Unidad-Patrouillenstufe, wenn sie dies nicht... und wenn dies nicht unentdeckt bleibt. Je höher die Patrouillenstufe, desto mehr Unidad-Soldaten sind ihnen auf den Fersen. Okay, scheiße. Okay, ich glaube, wir müssen uns verpissen hier. Kommt schon, Leute, weg hier. Das ist mir hier zu heiß. Glaube ich. Okay. Okay, 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 okay. Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva búsqueda. Na, besser ist. Meine Fresse, ey, da kommen mal mehr. Ich glaube, das ist hier. Oh Mann. Ja, wir sollten hier. Shit, Mann am Bogen. Was? Wo? Scheiße. Bin unterwegs, mein Freund. Bin unterwegs. Ups, was? Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Oh, fuck. Außer Gefecht. Warten Sie, bis Sie von Ihren Kameraden geheilt werden. Sie können... Oh, Sie können sie einmal pro Kampf wiederbeleben. Verdammt, das war knapp. Was? Was? Nein, nein. Ich glaube, das ist... Boah. Alter. Das war knapp. Aber ich komme nicht. Dürfen mich nicht sehen. Unidad und Kartell gehen sich an die Kehle. Ja, sehr gut. Das lenkt sie vielleicht eventuell von uns ab. Ich muss zu meinem Kumpel. Ich muss zu meinem Kumpel. Nein. Scheiße, 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 scheiße. Fuck. Hier
Okay, ruhig bleiben. Gibt's hier irgendwo... Hey, gibt's noch irgendwo... Ah, hier. Nein! Fuck! Ah, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ja, okay. Okay, das war Mist. Aber in der nächsten Folge geht's weiter bei Ghost Recon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denne dann.